Okay, gut. Ich komm grad nicht drauf. Ich weiß es auch. Aber es ist alt. Ja, und ich war der Meinung, dass das irgendwie ein französischer Stoff war. Ich kenne bestimmt drei. Ich meine, ist das nicht Loriot? Nee. Loriot ist Deutscher. Ah, okay. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen französisch. Ja. Oh, das sagt mir gar nichts, was die ich sage. Komödie Camouflage, okay. Okay, also Justin gegen Scouty. Jo, die haben erst sitzen. Das ist interessant, weil Scouty kennt auf jeden Fall Fox. Bin ich mal gespannt, ob er sich davon aus der Ruhe bringen lässt oder vielleicht langsam adaptet. Justin spielt halt auch sehr schnell, ne? Also würde ich sagen auch schon nochmal eine Ecke schneller als Fuego. Ja. Der spielt halt ein bisschen methodischer dann. Ja, aber die Follow-Ups, die musst du halt aber auch einfach mit Fox ziehen. Mhm. Ist einfach so. Das ist ein Bread and Butter und wenn du das nicht so ausspielst, dann... Oh, er hat ihn fast nochmal getroffen ja. damit. Das wäre so cool gewesen. Okay. Ja, da kann er schon nicht mehr mit dem Update einen Follow-Up erreichen. Außer das Ding wird stay. Ah, oh. Ja, okay, da hätte ich gedacht, dass das Spike noch kommt. Ja, aber das ist so das Wichtigste, dass du, dass der Fox-Spieler, wenn du gegen einen Fox spielst, auch merkt, dass da eine gewisse Gefahr ist auf Stage. Und dies auf jeden Fall in dem Set hier. Ja. Okay, aber Scouty gerade nur noch mit einem Stock. Also das Game wird schwer zu gewinnen. Interessant, weil er so diesen Bounce gewählt hat. Okay. Ja. Ja, mit dem Upthrow und Update und so wird gerade nichts mehr. Du musst wahrscheinlich jetzt im Moment einen Raw Hit treffen. Oh, okay. Ja, und Becke. Okay, ja. Gut. Na, hier muss ein bisschen tanzen oder was? Ein bisschen rumspacen. Ah! Den hat er gerochen! Ja. Den hat er gerochen! Den wollte er auch so machen. Schön gemacht. Ja, ey. Ich hab auch. Nackte Kanone kann auch sein, aber ich glaube nicht. Das wäre ja Leslie Nielsen dann, ne? Ja, genau, richtig. Ja, einmal zu Akkusativ. Ja, Splashmates K-Rule. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt in Squad Strike. Und da hat das eine Game hat er mich auch komplett zerstört mit K-Rule. Nur mit diesem K-Rule einfach komplett. Und jetzt hier in Pools hat er, glaube ich, in jeder Begegnung mindestens einmal K-Rule gespielt. Vielleicht sehen wir den auch in der Top 12. Crazy, ne? Also vorhin auch mit Sonic, King K. Rool. Also die Online-Charakter sind auch gut vertreten hier ja, heute auf Offline, ne? Nur Samus cool. haben wir irgendwie im Norden nicht. Gibt's da einen? Nö. Ich spiele Samus, aber ich spiele selten. Okay. Ja, wir gehen aufs Mal Battlefield. Mhm. 1-0 für Justin. Bleiben bei den gleichen Charakteren. Jo. Dann mal let's go. Oh, das wird schon wieder stickig. Ich muss gleich mal den Ventilator wieder anmachen. Gleich wieder den Ventilator anmachen. Ja, voll. Okay, wir gehen in Game Nummer 2. Okay, guter Kombo-Start hier. Kabler raus, ist der Bär. Klar. Oh, jetzt nimmt aber der Scouty die Führung. Ja. Wobei natürlich der Damage, ne? Also Fox, das geht so schnell. Ja. Gerade wenn diesen Up erst bist, wie gerade drin der ist, das ist halt zack, zack. Okay, jetzt aber wieder Neutral Ground. Ich würde sagen, Falco killt ein bisschen früher als Fox sogar. Okay, extra noch ein bisschen gestalkt mit der Downbeat. Aha. Und jetzt zum Beispiel, wenn jetzt da ein Update kommen würde, dann würde das wahrscheinlich gehen. Ach, vielleicht sehen wir den. Oder wir sehen die klassischen Backer vielleicht. Also, oh.
Ja, schon ziemlich viel Pressure von Justin, wenn er an der Edge steht. Full. Okay, lol. Oh. Ja, das hat er schon smart gemacht. Also es ist nicht unmöglich, aus der Situation rauszukommen, aber schwer tatsächlich. Wenn du so nah dran bist, ist es schwer. Du kannst ja an der Edge vorbei, also in dem, wo du nicht greifst. Aber dazu musst du nach unten drücken. Aber wenn du eine AB hast, die einen Angle, also fordert, musst du natürlich erstmal woanders hochdrücken. Ja. Das ist dann schon Klatsch, das Timing. Also wahrscheinlich hat er versucht, AB und in den richtigen Angle und dann aber einen Tiefen zu machen. Okay. Oh. Oh. Und? Oh. 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 Nicht gefasst gewesen für die schnelle Zeit B. Aber trotzdem guten Damage gemacht. Also das ist hier auf Stock Nummer 2 noch ziemlich gut. Oh. Oh. Schön gewartet. Da muss er lachen. Oh, jetzt gerade aber. Ja. Kommt an dem Schild da jetzt nicht vorbei. Ah, die Kappe. Bei den beiden Star Wars Charakteren lässt sich auch immer witzig aus, wenn die einfach immer hin und her, hoch und runter, hoch und runter. Mhm. Wer macht als erstes einen Fehler? Ja, die beiden sind schon hektisch. Ja, voll. Wolf ist dann noch ein bisschen entspannter. Chillt und spammt Laser. Oh, oh. Okay, gut. So, jetzt ist wieder so langsam, wenn er die richtige... Oh, ja. Er sucht irgendwie nach der Downair. Ich weiß nicht genau, warum. Downair to Backair? Würde ich sagen... Ich sehe ja. Das anderes kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ah, ja. Ja, da hätte ich tatsächlich auch gerne noch ein drittes Game gesehen. Also gestern frei. Ja, geht leider von der Zeit nicht, aber war ein gutes Game. War ein gutes Set. Hatte aber auch sehr